Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch meine Catrice Produkte, die ich aus verschiedenen limitierten Editions gekauft habe. Die Produkte, die ich habe, so es sind wirklich, ich muss sagen, es sind überwiegend Lidschattenpalette, aber auch Lippenstifte sind dabei, Bronzer und auch eine Mascara und zwei Lippenstift. Fangen wir mit den Paletten an. Die Palette gab es bestimmt vor 2 Jahren oder vor, ja, das ist nämlich die Disney Catrice LE. Das war ja einmal mit Daisy und der Mini. Das ist auf jeden Fall, so sieht die Daisy Palette von außen hin aus und von innen hat sie solche Farben. Also die sind eher ins leicht movige. Die sieht so aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, weil es blendet ziemlich. Ach, so sieht. Also hier habt ihr auch Pressed Lidschatten drin. Also der ist zum Beispiel Deslink. Ist sehr grob schimmert. Dann Sassy ist auch noch so ein eher grob glitzernder Lidschatten. Und Diva ist so ein lila, auch so etwas grobstichiger lila Ton. Die gab es ja damals, meine ich, zu Weihnachten. Auf jeden Fall in den Wintermonaten gab es die. Damals gab es ja so auch ein Bundle, wo die Lidschattenpalette drin war, dann meine ich Pinsel und auch noch Lippenstift mit Daisy. Aber ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe nur die Lidschattenpalette und die ist jetzt auch bestimmt 1,5 Jahre her, die LE, als es die von Catrice gab. Ja, die andere, das ist die Mini. Und hier ist auch die Mickey Mini drauf. Und hier habt ihr eher bräunlich-rotstichige Töne drin. Die sehen so aus. Also wie gesagt, hier habt ihr eher wirklich, ja, wirklich ist es auch schon eher eine kräftigere Farbe. Also die könnte man nicht einzeln nicht verwenden, weil dafür bräuchtet ihr eine Palette extra, weil wie gesagt, die ist ziemlich, ja, ihr habt hier zwar bräunliche Töne, aber die gehen auch schon dieses dunkelbräunliche. Dann habt ihr auch hier etwas grob glitzernde Lidschatten drin. Der Loving ist wirklich rotstichig. Das ist ein roter, der ist mehr ins bräunliche Harti. Legendär. Auf jeden Fall ist, ja, und der ist auch so dunkelbraun. Und wie gesagt, dazu könnte man, gab es so ein Set, so eine Box mit der Palette jeweils, wie gesagt, mit einem Pinsel. Und ich weiß nicht, ob da noch ein Lippenprodukt mit drin war. Wenn ihr damals die LE gesehen habt in der Drogerie, dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was vielleicht noch drin war und ob ihr die Produkte vielleicht selber habt. Dann habe ich auch aus einer älteren LE, die gab es eher im Frühjahr, Sommer. Manchmal machen das ja Essence und Catrice, die LE, gibt es ja eine größere LE zusammen und die ist auch manchmal aus einer gemeinsamen LE. Desert Dunes oder wie die heißt, hier von außen sieht die so aus. Das ist eher Bronzer und eine Highlighter Palette. Oben habt ihr Highlighter und hier unten habt ihr Bronzer. Also wie gesagt, hier habt ihr sowohl, also die muss ich sagen, noch nicht ausprobiert. Weil ich habe zurzeit noch andere Produkte in Gebrauch und vor allem die meisten Produkte, die ich aus LE wirklich gekauft habe,
Die sammle ich wirklich eher. Das sind so Sammlungsstücke. Die verwende ich dann. Es gibt Produkte, die ich aus der LE dann verwende, aber es gibt auch wirklich, die nur meine Schublade rumlegen. Und das ist leider so eine Palette, die auch leider nur rumliegt. Weil ich irgendwann doch vielleicht denke, dass ich die benutzen werde. Deswegen habe ich die bisher auch noch nicht geschafft, aussortieren. Ich gucke, welche Produkte ich aussortiere. Solche Produkte, die sortiere ich irgendwie nicht aus. Also, das ist merkwürdig, weil ich die nicht verwende. Dann haben wir eine winterliche. Die war letztes Jahr im Dezember. Das war ja auch in so einer Adventskalender Do Yourself. Gibt es ja Meise von Catrice, die ihr ja selber befüllen könnt. Das ist so eine Lidschattenpalette. Limitierte Edition Event Beauty Gift Shop Mini Eyeshadow Palette C01 Dazzling Pink Collection. Von außen hat sie so eine schöne Verpackung, also wirklich winterliche Design. Und von innen hat sie wirklich schöne, wärmere Töne, bräunliche Töne, Goldtöne. Also das ist eine Palette. Das ist die zweite Palette, die ich zu Hause habe. Weil die andere, die habe ich schon aufgebraucht gehabt. Weil ich habe die damals zwei Stück direkt gekauft. Wie gesagt, die eine habe ich schon aufgebraucht. Und das ist jetzt die, die ich im Backup habe, weil mir die wirklich von den Farben her gut gefällt. Vor alledem, wenn ihr nicht diese große Palette zur Hand nehmen wollt, dann reicht, finde ich, auch solche kleine Palette. Weil hier habt ihr wirklich alles drin, was ihr braucht. Ihr habt so einen hellen, matten Ton. Dann habt ihr so einen leichten, warmen Aprikot-Orangeton. Dann so ein leichtes bräunliche, ins wärmere. Hier habt ihr so ein dunkles bräunliche. Der geht sonst eher in goldbräunlich schimmernde. Und das ist eher grob glitzernder Lidschatten, der ins ja, dunkle goldene geht. Das ist eine sehr, sehr schöne Lidschattenpalette. Die gab es noch vor kurzem online zu kaufen. Jetzt, wie ich gesehen habe, gibt es die, ist die nicht mehr verfügbar. Wenn, dann müsstet ihr vielleicht über eBay halt bei diese Online-Shops, diese halt auf Flo, ja, online schauen, ob ihr die noch kriegen kann. Weil, wie gesagt, es gab sie noch vor einer Weile noch online zu kaufen, aber jetzt, wie gesagt, habe ich die jetzt schon lange nicht mehr gesehen online, weil die ist schon ausverkauft. So, kommen wir zu einer Disney-Lidschattenpalette. Die gab es vor 1 oder 2 Jahren. Von Catrice, das war auch so eine Catrice Essence Sister Love LE. Sowohl Essence hat so die Disney-Prinzessinnen Lidschattenpalette herausgebracht, aber auch Catrice hat auch Lidschatten herausgebracht. Die, die ich jetzt habe, ist hier die Belle aus Schöne und dem Biest, die Prinzessin Eyeshadow-Palette. So, hier ist die Belle drauf. Und hier habt ihr solche schöne Farben. Hier habt ihr auch einen Spiegel drin. Wie gesagt, hier habt ihr ja, die schon neutral. Ja, hier, die ist auch auf jeden Fall alltagstauglich. Also zum Beispiel Chip ist matt. Also dieser, der geht leicht ins Rosé, stichige helle. Rose ist auch so ein leichter ins Mauve gehender Ton. Hier habt ihr sowohl matte als auch schimmernde, aber hier habt ihr auch grob glitzernde Lidschatten drin. Das ist einmal Dance ist grob glitzernd, dann Happy End ist auch so einer, der etwas ins gröbere Schimmernden geht. Das ist auf jeden Fall eine Palette, die ihr noch eventuell noch kriegen könnt online. Ich habe die noch gesehen. Wo habe ich die jetzt vor kurzem gesehen? Bei Amazon habe ich diese Lidschattenpaletten gesehen gehabt, dass es die noch zu kaufen gibt. Weil, wie gesagt, so lange ist die LE ja auch noch nicht her. Und dann habt ihr vielleicht noch die Möglichkeit,
die noch zu bekommen. Dann habe ich hier zwei sommerliche LE. Aber das sind jetzt Bronzer. Das ist einmal die Bronze Away to LE gewesen. Ich weiß es gar nicht, wann. Entweder letztes Jahr oder davor das Jahr gab es die. Diese LE gibt es ja meistens so im Sommer, da wo in Frühling, Sommer. Das ist eine limitierte Edition. Das ist ein Bronzer. Diese könnt ihr sowohl fürs Gesicht, aber als auch für Body verwenden. Hier drin sind 30 Gramm. Also damit kommt ihr über Jahre hinweg. Also, weil Bronze braucht ihr nicht viel. Und von innen hat so eine Prägung auch mit so Palme, wenn man das so, also Palmeblätter. Das ist auf jeden Fall auch ein gutes Produkt. Es ist, wie gesagt, hat eine Tralle Unterton. Es ist nicht zu orangestichig, aber auch nicht zu rötlich vom Unterton her. Es ist wirklich ins neutrale, leicht kühle Richtung, weil Bronzer darf ja nicht zu warm, aber auch nicht zu kühl sein. Also es muss schon ein neutraler Unterton drin haben. Die andere LE, die ich habe, das war die Tropic Exotic. Die Tropic Exotic, meine ich, gab das ja davor. Ich meine, diese gab es letztes Jahr, diese Bronze Away. Und dieses Produkt gab vor 2 Jahren, diese LE. Hier habt ihr auch drin 30 Gramm. Und das ist auch von Ton her neutraler Unterton. So den könnt ihr auch super fürs Gesicht auftragen. So, jetzt kommen wir zu den neueren LE-Produkten, die es dieses Jahr gab. Weil davon habe ich auch, also dieses Jahr muss ich sagen, haben die LE mir schon sehr angesprochen, gerade von Catrice und Essence. Also da muss ich sagen, weil die letzten Jahre war es nicht so, dass sie mich angesprochen haben, aber dieses Jahr haben die Essence und Catrice beide sehr, sehr gute LEs herausgebracht. Deswegen ging es nicht anders und ich habe dann zugeschlagen. Das eine Produkt, was ich aus dieses Jahr habe, ist die Catrice Caviar Rouge. Das ist ja auch so eine, ich weiß es gar nicht, ist es eine Modedesignerin? Auf jeden Fall ist ja, die Catrice arbeitet ja des Öfteres mit Caviar Rouge ja zusammen. Die haben so ein Quattro herausgebracht. Ich weiß es gar nicht, war dieses Jahr Anfang des Jahres oder im Verlauf dieses Jahr, ich weiß es gar nicht. Die sieht so aus. Hier habt ihr einen matte Vanilleton. Der ist auch hier matt. Das ist so ein schöner brauner Ton. Dann habt ihr zwei schimmernde Töne. Der ist so leicht ins Goldige. Und das ist so leicht ins Goldig-Bräunliche. Also, wenn ihr wirklich schnell euch schminken wollt, dann ist solche Palette, da braucht ihr nicht viel. Dann reichen euch 6 oder sogar 4 Farben in der Palette. Also, da braucht ihr nicht viel. So, kommen wir dann jetzt zu den Paletten, die ich auch noch dieses Jahr gekauft habe. Kommen wir erstmal zu den beiden Bronzer, die ich gekauft habe. Das war ja auch die Disney Classics LE. Sowohl von Essence auch als von Catrice. Da habe ich die beiden Bronzer aus LE. Das ist einmal mit der Lady, der Maxi Matte Face Body Bronzer. Hier ist die Lady drauf. Und von innen sieht die so aus. Und hier ist auch die Lady nochmal aufgedruckt. Also wenn ihr es sehen könnt. Ich glaube, ihr könnt es nicht sehen. Aber wie gesagt, Lady ist hier auch mit drauf. Das ist schon. Ja, es ist schon ein etwas dunkler Bronzer. Also für richtig helle
die wirklich helle Haut habt, ist der Bronzer vielleicht nichts für euch. Aber ich habe noch eine andere Bronze, den ich euch zeige. Das ist mit der Marie. Das ist aus Rettuquets oder wie dieser Film hieß. Ich bin mittlerweile bei den Disney-Filmen so gut wie raus. Ich habe die Filme so, was jetzt herauskommt, gar nicht mehr gesehen. Weil früher die Filme haben mich interessiert, aber mittlerweile, also da bin ich raus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr auch noch gerne als Erwachsene Disney-Filme noch gucken tut. Wie gesagt, das ist die Marie. Ja, wirklich hell ist der Bronzer auch nicht. Also wie gesagt, die beiden Bronzer, die ich habe, die sind relativ dunkel. Also das ist wirklich für helle Haut nix. Ich glaube, also die Produkte, meine ich, könnt ihr nicht mehr kriegen. Also auf jeden Fall die Bronzer nicht. Aber was ihr noch bekommen könnt, sind jetzt die Lidschattenpalette, die ich euch zeige. Bevor ich das euch zeige, zeige ich euch einmal die beiden Lippenprodukte, die ich noch habe. Das ist ebenfalls mit der Marie und mit der Lady. Fangen wir mit der Marie an. Satin Lipstick 010. Hier habt ihr auch die Marie aufgedruckt. Und das ist so ein schöner, ja, ist schon ein rosiger Lippenstift. Und hat hier schön die, ja, die Tierpfötchen aufgedruckt. Auf jeden Fall ist es auch ein sehr, sehr schöner Ton. So, dann habe ich die 020 mit der Lady. Das ist eher, das ist so wirklich ins Bräunliche. Das ist eine super schöne Alltagsfarbe, die ihr super tragen könnt. Diese Farben könnt ihr auch in der normalen Theke finden. Also da braucht ihr nicht die Lippenstifte nicht aus der Allee. Kommen wir jetzt zu der Mascara, die ich noch habe. Hier ist auch die Marie drauf. Das ist die ganz normale, die es im Standardsortiment gibt. Die Catrice Glam & Doll Full Slash Mascara Waterproof. Nur, dass hier die Marie mit drauf ist. Also in einer extra für die LE designte Verpackung. So kommen wir jetzt zu den Lidschattenpaletten. Da habe ich drei Stück aus dieser LE. Also wie gesagt, dieser LE hat mir zu viel angesprochen, muss ich sagen. Also wie gesagt, viele LEs haben mir nicht angesprochen, aber diese, gerade was mit Disney war, die haben mich natürlich angesprochen. Fangen wir mit der Lady an. Die sieht so aus, kommt in eine Pappverpackung. Hier drin habt ihr 18 Lidschattenfarben und die sehen so aus. Also hier habt ihr schöne bräunliche Töne, rötliche Töne, goldstichige Töne mit drin. Hier habt ihr auch sowohl matte als auch schimmernde, aber auch grob glitzernde Lidschattenfarben drin. Das ist einmal Family Love, der ist eher so grob glitzernd. Das ist so ein goldstichiger. Welcher es noch ist Spaghetti. Das ist wirklich, das ist schon ein Gold, der ins gelbliche Einschlag mit reingeht. Wie gesagt, hier habt ihr schöne, ja, so ein neutraler Vanilleton. Dann habt ihr so einen leichten orangelichen Ton. Dann habt ihr so bräunliche Lidschatten. Aber hier habt ihr auch natürlich etwas einen dunkleren Ton, nämlich Joke. Das ist dieser hier. Der ist schon dunkel. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Farbe. Das ist so ein bläulich-lila gehende, der aber auch gröber glitzernden Lidschatten ist. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Lidschattenpalette. Dann haben wir die Marie. Hier habt ihr auch 18 Lidschattenfarben drin.
Die sieht so aus. Die ist schon etwas wärmer. Also die hat schon auch mehr pinkige Töne, aber hier habt ihr auch neutrale. Hier habt ihr auch sowohl einen hellen, ja, schon so ein, ja, schon ein weißer Ton. Dann habt ihr so einen bräunlichen, wärmeren Ton, der ist so schon ein mittlerer Braun. Der hier unten geht so leicht ins Rosé. Der ist wirklich so schon pink. Ja, wie gesagt, hier, aber das ist hier schon ein wirklich ein dunkles Braunton. Wie gesagt, also wer dieses Farbschema mag, kann die Palette immer noch auch noch kriegen. Also da müsst ihr wirklich in die Shops gucken. Ich weiß gar nicht, ob es die noch bei Douglas gibt. Vor einiger Zeit gab es die damals auch noch bei Douglas. Oder auf Flaconi. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall in den Online-Shops könnt ihr die noch finden. Wie gesagt, einige Zeit wirklich auf Douglas. Aber wie gesagt, oder halt auf Amazon gibt es diese Palette auch noch. Dann ist die Miss Bunny Palette, die ich habe. Das ist hier die Miss Bunny. Und von den Farben her ist es wirklich so, das ist jetzt so ins dieses bräunliche Schema. Also hier sind viele bräunliche Töne. Dann habt ihr aber auch so mintige Töne. Das ist so ein schöner Mint. Schimmerton. Und das ist hier so ein gemixter Ton. Hier habt ihr, das ist so bräunlich, mintig, fashionably. Das ist auch ein grob glitzernder Lidschatten. Passion ist auch, der etwas gröber ist von den Schimmerpartikeln. Ja, auf jeden Fall habt ihr auch so matte, schimmernde, aber auch grob schimmernde Lidschatten drin. Die Lidschattenpaletten haben damals 13 Euro oder 14 Euro gekostet, als es die noch gibt. So, kommen wir jetzt zu den letzten Produkten aus dieser LE, die ich noch habe. Das ist einmal aus der LE Catrice Limited Parks of Joy Eyeshadow Palette Sparkle Shine. Die gibt es seit dieses Jahr, seit Dezember oder Ende November, Anfang Dezember von Außer die Sonne Verpackung. Das ist eine super weihnachtliche Lidschattenpalette. Hier habt ihr sowohl bräunliche, aprikostichige, da habt ihr so grüne, das ist so ein schöner, dunkler, grasgrüner Ton, der matt ist, und dann habt ihr so, das ist so ein schimmriges Grün. Hier oben habt ihr, das ist so ein schöner matter Ton, der so ins Vanillige geht. Das ist so ein schimmriger bräunlicher Ton. Das ist so ein wärmeres dunkles Braun. Und das ist so ein leichter rötlicher Schimmerton. Diese Palette ist super für Weihnachten Look zum Schminken. Deswegen wurde sie auch dieses Jahr herausgebracht, weil die perfekt geeignet ist für Weihnachten oder Silvester. Also da könnt ihr euch selber aussuchen, für welchen Anlass ihr die Palette verwenden wollt, wenn ihr die selber zu Hause habt. Die letzte beiden Produkte, die ich habe, die ist jetzt aus dieser aktuellen LE. Ich habe die, muss ich sagen, nicht in den Läden nicht gesehen. Die habe ich jetzt nur online gesehen. Bei den Online-Shops. Warte mal. Bei Cosmetic for Less habe ich die gesehen, diese LE. Und auch bei Douglas habe ich auch diese LE gesehen. Weil, wie gesagt, bei DM Online sind die zurzeit nicht verfügbar
Und bei Rossmann Online habe ich meine ich die auch nicht gesehen zu haben. Wie gesagt, wenn ihr die LE noch nicht gesehen habt, wie gesagt, die gibt es bei Douglas und bei Cosmetic for Less. Also ich weiß nicht, ob es die auch noch in den Läden mit reinkommt. Weil wie gesagt, die LE habe ich jetzt nicht gesehen in den Läden. Von welcher ich hier spreche, ist die Villains. In LE von Catrice. Von Essence war ja auch noch eine gemeinsame LE. Das sind ja diese Sister Love LE, die es ja gibt. Da habe ich die Cruella. Das ist jetzt keine Lidschattenpalette, sondern eine Highlighter-Palette. Also hier ist die Cruella. Die ist ja die Person aus 101 Dalmatiner. Ich glaube, fast alle kennen diesen Film. Es gab ja auch darüber ein Buch. Hier habt ihr drei Highlighter-Farben drin, der ist so Gold, also ja, schon Gold-Champagner, der ist so ins kräftigere Gold, ja, das ist auch noch so ein Goldton. Aber von den Schimmerpartikeln her sind die schon grob. Also normal für den Alltag ist diese Palette nix. Also wenn, wie gesagt, nur zu besonderen Anlässen, zum Weihnachten oder Silvester, aber nicht so. Für den Alter, das ist nicht alltagstauglich. Es kommt natürlich darauf an, wie ihr euch schminken tut. Ob ihr es lieber kräftiger mag, aber ich meine, viele mögen das lieber doch natürlicher gehalten. Auf jeden Fall ist es bei mir so. Also das wäre jetzt nicht eine Palette, die ich im Alltag verwenden würde. Also da habe ich ganz ehrlich andere Highlighter, die ich richtig gut finde. Die hat, glaube ich, so 12 Euro. Die ich jetzt habe von Catrice, ich habe nur eine Lidschattenpalette aus dieser LE gekauft. Das ist die Queen of Hearts. Die sieht so aus. Hier sind drin. Die habe ich ja euch in den Online Beauty Haul gezeigt. Also die Produkte. Also die sieht so aus. Hier habt ihr sowohl helle Töne, hier habt ihr bräunliche Töne. Da habt ihr so rötliche Töne. Dann habt ihr so ein Split Pan aus Rot und Weiß. Aber das ist schon wirklich schimmrig. Der ist wirklich schon grob glitzernd, also schimmrig. Also genauso wie White Rabbit. Also bei solchen Tönen wie jetzt bei ihm, bei dem hier, bei White Rabbit, würde ich euch empfehlen, also so ein Primer. Ein Glitter-Primer zu verwenden. Ich habe den Glitter-Primer habe ich jetzt vor kurzem gekauft von NYX. Weil, wie gesagt, bei solchen Tönen, also Lidschatten, solltet ihr wirklich eine Glitter-Base auftragen. Nicht, damit es bei euch runterbröselt und ihr es dann im Laufe des Tages Gesicht hängen habt. Das wollt ihr auch nicht. Dann wie eine Disco-Kugel aussehen. Also, das wollen glaube ich, nicht viele. Deswegen empfehle ich bei solchen Dann bei solchen Lidschatten, gerade wie bei dem, wirklich eine Base aufzutragen. Genauso wie bei dem hier, also Temper, Alice, Rule würde ich auch noch mit reinnehmen, dass ihr da wirklich eine Glitterbase auftragt. Das ist das Beste. Und die hat gekostet bei Douglas 10,99 € oder 13,99 €. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ich habe ihr seit kurzem gekauft, aber trotzdem so genau weiß sie mittlerweile die Preise nicht mehr. So, das waren jetzt meine LE-Produkte, die ich bei Catrice gekauft habe. Also manche Produkte habe ich wirklich vor 1, 2 Jahren oder 3 gekauft gehabt und hier habe ich aber auch viele aktuelle Produkte dabei. Wie gesagt, manche Sachen könnt ihr vielleicht noch online noch bekommen. Also wie gesagt, schaut mal gerne bei Cosmetic for Less vorbei oder wie gesagt bei Douglas, wenn ihr diese LE haben wollt. Und wie gesagt, die Disney Classics, wie gesagt, die könnt ihr, meine ich, noch über Amazon noch beziehen. Also da müsst ihr mal schauen, ob es die noch bei Amazon zu bekommen ist. Weil wie gesagt, diese LE, die könnt ihr auch noch bei Amazon bekommen. Also wie gesagt, schaut gerne, wenn ihr
diese Palette noch haben, war gerne bei Amazon vorbei. Dieser bei Amazon, bei Cosmetic for Less, gibt es viele LEs noch für eine längere Zeit, dass sie dann auch die bekommen können, wenn ihr die nicht geschafft habt, die zu kriegen. So, wenn euch die Produkte daraus angesprochen haben. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dahinter lassen, abonniert gerne meinen Kanal. Also hinterlasse dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne einen Kommentar unter dieses Video, welche Produkte oder Lidschattenpalette ihr vielleicht selber schon gekauft habt. Wie gesagt, also da bin ich schon um einiges leichter geworden, Geld. Also ja gut, aber so kann ich wenigstens euch die Produkte zeigen. Das ist ja auch so eine Sache. Wie gesagt, aus mancher LE interessiere mich wirklich die Bronzer, aber manchmal sind es wirklich dann doch wieder die Lidschattenpaletten, die mich interessieren. So, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend, eine schöne Restwoche, dann wünsche ich euch noch schöne Feiertage, dass sie besinnlich sind, dass ihr alle gesund seid. Wenn es nicht so ist, dann wünsche ich euch ganz viel Grüße und hoffe, dass es euch dann wieder besser geht bald. Dann hoffentlich schaltet ihr zum nächsten wieder ein. Bis dann, bis zum nächsten Mal.